Wir trinken heute ein helles, wir trinken es aus Bayern. Es ist Türchen Nummer 15 am Deutschen Bier Tasting Club Adventkalender. Welche Brauerei, welches Bier? Das klären wir alles in 6 Sekunden. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung des Deutschen Bier Tasting Club Adventkalenders. Und ich hoffe, ihr habt Türchen Nummer 15 heute auch schon aufgemacht und dieses Bier dahinter gefunden. Es ist das Distelhäuser Distelhell. Und die Distelhäuser Brauerei, die kommt aus Bayern und nicht irgendwoher, sondern aus Tauber Bischofsheim. Wenn mich nicht alles täuscht, sind auch da die Biathleten zu Hause. Also vielleicht ist das genau das, was man als Biathlet als Zielwasser trinkt. Oh, ich glaube nicht, aber wäre zumindest eine schöne Story. Das Distelhell ist ein Bier, das kommt mit 4,9 Volumenprozent Alkohol in die, Achtung, Vichy-Flasche. Das ist diese Flaschenform hier. Ich habe ja mich neulich bei irgendeiner anderen Flaschenform mal verirrt, aber das hier ist die sogenannte Vichy-Flasche. Wie es dazu kommt, ich glaube, das ist die kleine Weinflasche. Sowas ist da, steckt dahinter. 11,6 Grad Plato, 18 Bittereinheiten, also da ist man dann sehr gemäßigt unterwegs. Das ganze Bier ist kalt vergoren für ungefähr 5 Wochen Reifezeit. Das ist durchaus ordentlich für ein helles. Und ja, dass aus Bayern kommt, brauchen wir uns über die Zutaten keine Gedanken zu machen. Gerstenmalz, Hopfen und Brauwasser steht hier hinten drauf und Hefe ist natürlich auch mit drin, aber die muss nicht draufstehen, weil die wieder rauskommt. Da ist noch das Wappen der Brauerei und dann würde ich sagen, weitere Informationen, haben wir da irgendwas hinten noch drauf? Nee, 5 Wochen Reifung, da steht es auch nochmal drauf, Slow Brewing, ja, ich glaube, das ist alles, was es an Informationen auf die Schnelle gibt. Dann ab dafür ins Glas. Und schauen wir mal, was wir da so bekommen. Eine, ja, klare, hellgoldene Farbe, kräftiger weißer Schaum mit mittlerer Dichte. Bisschen Kohlensäure im Glas, aber nicht zu viel. Ansonsten, wie gesagt, schön glanzfein in der Nase. Oh, strohig, getreidiges Malz. Aber schön frisch. Ja, ich würde sagen, der erste Schluck. Cheers! Sehr weich. Oh, das kommt richtig geschmeidig in den Mund rein. Also das ist ein Bier, ja, so ein bisschen trockener, schöne Weißbrotnote, getreidig, milde Bittere. Also die 18 Bittereinheiten merkt man schon, die ist so ein bisschen, das Ganze ein bisschen zurückhaltender. Grasiger Hopfen. Einfach sehr leicht zu trinken. So eine dezente Biskuitmalznote kommt auf. Oder dieses überall schwebende, trockene, den trockenen Eindruck ein bisschen zu stören. Aber so eine leichte, wie gesagt, Biskuitmalznote kommt rein. Schön vollmundig, gut balanciert, nicht zu würzig. Das ist einfach, ja, doch ein Bier, was man jetzt nicht so unbedingt zum Durstlöschen trinkt, aber was man einfach gut trinken kann. Fürs Durstlöschen, da fehlt mir so ein bisschen die Knackigkeit, aber ansonsten finde ich, das ist einfach ein sehr, sehr gut trinkbares, helles Bier, was man, glaube ich, zu jeder Jahreszeit trinken kann, also sowohl jetzt, wo es ein bisschen kühler ist, aber als natürlich auch gut gekühlt im Sommer. Vom Körper her, schlanker bis mittlerer Körper, eine mittlere Kohlensäure und von der Textur her durchaus im glatten Bereich, das ist ja ein ganz normales, helles und das sind auch die Standardeigenschaften von einem hellen. Im Nachtrunk dann bleibt es schön getreidig, so ein bisschen bitterer hängt noch nach und das Biskuitmalz, das hat sich auch schon wieder aus dem Staub gemacht und damit klingt dann dieses Bier doch recht geradlinig aus und dann gibt es von ProbierTV für das Distelhell, das Türchen Nummer 15 am Deutschen Bier Tasting Club Adventkalender, da gibt es dann Wohlfeile, 3,5 Punkte für das Distelhell Helles aus dem Deutschen Bier Tasting Club Adventkalender. Dann soll es von meiner Seite aus heute gewesen sein. Türchen Nummer 15 machen wir zu. Morgen machen wir die 16 auf. Wenn ihr mit dabei sein wollt, dann vergesst nicht, ein Abo dazulassen. Dann sehen wir uns. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bis dahin. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.